Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Late Night Folge 198. Die nächsten 5,5 Stunden sind pickepacke voll, natürlich mit unserem Gast. Und wie immer stellen wir ihn auch als Letztes vor. Und vorher greife ich zu unserem Bremerhaven-Experten einmal rum. Denn da waren ja einige Spiele, spannende Spiele, worüber wir nachher reden werden in Bremerhaven, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht so spannend. Ach, spannend waren die alle und vor allem gut anzuschauen, aber insgesamt für Bremerhaven halt nicht ganz so schönes Wochenende. Also genau. Von den Ergebnissen her. Genau. Ja, für eine Mannschaft ja auf jeden Fall. Ja, aber waren ja auch zwei Bremerhavener gegeneinander. Da muss ja irgendwie einer mindestens 1 bis 3 Punkte mitnehmen. Das hat dann die Sache so an sich. Ne? Ja, eigentlich, ne? An der Technik, meine Damen und Herren, heute ist Herr Caraldo. Ich hoffe, bei Ihnen und Hemeling ist ja sowieso gerade alles klar, oder? Ja, bei mir ist alles klar. Läuft, bin guter Dinge. Ist schön, dass ich wieder hier sein kann. Und bei und in Hemeling läuft's. Auf jeden Fall, da kommen wir ja später noch dazu. Ja, und wer unser Gast ist, das wird uns unsere Assistentin Ihnen und uns einmal vorstellen, damit wir alle Bescheid wissen. Alexa, öffne Late Night. Alexa, öffne Late Night. Guten Tag. Stelle unseren Gast vor. Mein heutiger Gast Andreas Ernst von Werder Bremen 3 war genau vor 68 Folgen in meiner Sendung. Lange hat es also gedauert und daher gibt es nun einiges zu besprechen. Dienstältester Trainer der Bremen-Liga, Wundertüte Werder 3 und für immer grün und weiß. Darauf gehen wir heute nur am Rande ein. Das hatten wir ja schon. Zwinker, zwinker. Knick, knack. Was wir aber wissen wollen, seid ihr wirklich unabsteigbar? Und wann geht es in dieser Saison bei euch richtig los? Meine KI hat berechnet, dass es bei euch zwar fast ein Tor des Monats gab und der damalige Spitzenreiter geschlagen wurde, es aber insgesamt doch nur 3 Siege und ein Remis gab. Und jetzt geht es am kommenden Wochenende Kellerkracher gegen die ebenfalls unabsteigbaren von der BTS Neustadt. Allein dazu gibt es einiges zu beschnappen. Lieber Andreas, wie viel Fußballintelligenz benötigt man im Abstiegskampf? Andreas Ernst von Werder Bremen 3. Andreas, schön, dass du wieder da bist. Ja. Wollen wir doch sofort auf die Frage einmal von unserer Assistentin reinnehmen. Diese Frage haben wir schon auch häufig hier auch thematisiert bei Late Night. Ist Fußballintelligenz im Abstiegskampf wichtig oder geht es da wirklich um den Kampf? Ich glaube, du musst beides verquicken. Also du musst sowohl Kampf haben, als auch Intelligenz, Fußballintelligenz haben. Also ich glaube, nur der Kampf alleine wird nicht ausreichen. Aber klar, Abschießkampf, sagt der Name schon, ist das sicherlich das prägende Teil, ja. Ohne Frage. Du bist seit, und das hatten wir, das hat unsere Assistentin ja auch gesagt, du warst, sagen wir einfach mal ganz einfach, vor Corona hier gewesen. Ja. Das war 2019. Da hatten wir auch dann länger drüber geredet, dass du seit 1980 bei Werder bist, seit 2007 die dritte trainierst. Mhm. Da werden wir heute gar nicht so groß drauf reingehen, aber worauf wir natürlich jetzt eingehen wollen, ist, seitdem du bei Late Night warst, das war halt 2019 vor, war Werder 3 immer eine Mannschaft, die im oberen Drittel der Bremen-Liga oder ich weiß gar nicht, hieß sie die ganze Zeit Bremen? Ich weiß gar nicht, was sie genannt haben. Starkliga auch noch, nicht? Genau, Starkliga, genau. Immer im oberen Drittel. Aber seitdem ist Abstiegskampf angesagt. Ja, das ist wohl wahr. Deswegen bin ich heute wieder hier, das Ganze zu beenden. Ne? Also das soll jetzt wieder in die andere Richtung gehen. Deswegen war ich froh über die Einladung auch und bin auch gerne hergekommen, damit wir das vielleicht auch dann wieder beenden können. Ja, aber es ist schon komisch. Aber ja, die Zeiten bringen es mit sich. Corona, na klar, hat auch einiges dazu beigetragen. Dann gab es die abgebrochene Saison und wusste man immer nicht so richtig, wie es weitergeht. Und Verunsicherung, viele Ausfälle. Naja, auf allen Seiten war das alles nicht schön. Gott sei Dank, es ist ja nun jetzt einigermaßen wieder in der Waage. Und man kann wieder ohne Einschränkungen Fußball spielen, muss nicht auf irgendwas groß achten. Na klar, achten wir immer noch so ein bisschen auf das Ganze. Nicht? Das wird auch immer bleiben, sage ich mal, nicht? Du hast doch ein anderes Hygienebewusstsein und so weiter. Du hast achtest schon mehr darauf. Aber wie gesagt, trotzdem sind wir froh, dass wir wieder ohne Einschränkungen Fußball spielen können. Und zu unserer Mannschaft hingesehen, na klar, hoffen wir auch, dass wir eben, was Alexa sagte, noch ein paar Siege mehr haben. Denn
Ja, wenn wir jetzt seit der Saison, also vorher gucken, also vor 2019 war es wirklich so, zwischen 1 und 7 waren immer so die Plätze mit dabei. Also ihr wart ein sicherer Kandidat für die damalige Halle eigentlich immer. Genau, 2019, 2020 wart ihr Letzter, es gab keinen Absteiger, weil die Saison wurde ja auch abgebrochen. Ich glaube, nach 21 Spieltagen erst. Ich glaube, nee, beim ersten Mal ja schon nach 8 oder so. 8 Spieltagen. Also da war ja wirklich. Genau die zweite dann nach 21 Spieltagen. Ja, genau, 2021, genau. Auch der letzte. Letztes Jahr, wer hat die eigentlich abgestiegen? Dann hat SFL zurückgezogen. Also ihr wart auf dem Abstiegsplatz. Wenn ihr dieses Mal auf dem Abstiegsplatz seid, wer zieht zurück oder welche Krankheiten, Pandemien werden kommen, damit ihr drinnen bleiben könnt? Nein, das hoffen wir nicht. Wir hoffen, dass wir uns so über die Linie retten können. Und das ist sicherlich noch eine große Anstrengung. Ja. Aber ich bin immer noch guter Dinge. Wir haben noch 10 Spieltage und sind 30 Punkte zu verteilen. Und von daher gucken wir, was dann geht. Okay, genau. Bevor wir jetzt auf die aktuelle Saison nochmal jetzt. Es ist. Ja, also seitdem ist halt Abstiegskampf seit 2019. Was hat sich bei Werder Bremen 3 verändert im Gegensatz zu vorher? Ja, wir hatten, na klar, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich hier in der Sendung war, immer wieder Spieler von der U23 und auch von der U19, die bei uns mitgespielt haben. So ist das System auch so ein bisschen aufgelegt, dass wir einen Grundkader haben und dann immer wieder noch Spieler dazu bekommen haben, die, na klar, das sportliche Niveau auch ein bisschen noch weiter nach oben gezogen haben. Logischerweise, wenn Spieler der U23 kommt, auch wenn der dort nicht zum Zuge kommt oder vielleicht verletzt war, bringt der aber da mehr Qualität auf die Fläche. Das ist aber jetzt eben aufgrund der Personalsituation, dann Corona, keine Vermischung untereinander, jeder in seiner Community quasi, in jeder seiner Blase. Es gab keine Durchlass mehr zu U23, zu U19 nicht. Jeder musste sehen, dass er da für sich bleibt. Und ja, und jetzt ist es halt so, dass der Kader, auch bekannt, die Profis haben auch einen kleinen Kader, in Anführungsstrichen. Dazu kommt dann eben, dass die U23 nach oben abstellen muss und dann eher es so ist, dass zum Training regelmäßig seit die ganze Saison immer 1 bis 3 Spieler von mir beim Training der U23 unterstützen müssen. Die spielen bisher noch nicht, aber das könnte auch passieren, dass irgendwann mal dann ist so ist die Personalsituation, dass das, und das hat das Ganze eben auch so ein bisschen dazu geführt, dass wir eben leider dann nicht immer so performt haben. Was heißt, letzte Saison haben wir gar nicht so schlecht gespielt, aber haben da klar eine Unzahl von Chancen liegen lassen. Also unwahrscheinlich, was wir da, also wir haben wirklich attraktiven Fußball gespielt. Was erzählt er da, der ist abgestiegen? Nein, letztes Jahr gab es ja auch 6 Absteiger oder 5 Absteiger dann, nicht? Und das ist ja auch eine riesen Zahl gewesen, nicht? Für die Liga. Aber in diesem Jahr spielen wir auch nicht so optimal, aber haben eben auch leider immer wieder mal Ausfälle gehabt, verletzungsbedingt, Corona-verdingt. Ich habe einen Spieler, der hat das 4. Mal Corona gehabt, also von daher ist das schon heftig, nicht? Also, und 4-mal geimpft, also von daher. Genau, oh, es war bis zu dem Jahr 2019 war immer die Wundertüte Werder, wie Andreas auch gerade gesagt hat, weil sie auch häufig mal Unterstützung bekommen haben. Seitdem ist die Wundertüte eher, benutzt man das Wort eigentlich kaum noch so richtig bei Werder, sondern es geht immer um Abschließung. Genau. Ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, da finde ich deine Einschätzung mal interessant. Ich glaube, dass die gesamte Liga von den Vereinen, die anderen Vereine sind alle ambitionierter, glaube ich, inzwischen als noch vor 3-4 Jahren. Das heißt, die gucken auch mehr, wie sie attraktiver, wie sie erfolgreicher spielen können. Das Umfeld bei vielen Vereinen hat sich deutlich verbessert als vor 5-6 Jahren, habe ich den Eindruck. Und dadurch liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass sozusagen die Gegner oder die Leistungsdichte in der Liga höher ist. So. Das könnte sein, ja. Viele setzen mir dann auch viel mehr auf Erfahrung. Ich habe ja nun wirklich eine durchschnittliche Mannschaft, Alterdurchschnitt von 19 oder 20, etwa. Also das sind sehr viele junge Spieler, teilweise noch A-Jugendspieler, die noch an sich A-Jugend spielen könnten. Das ist ja auch die Philosophie. Was soll ich, ne? Also die U21, was soll die mit Spielern, die schon jenseits der 25 sind, Also ein Spieler mit 26 ist bei uns der Opa, nicht? Der ist aber bei einer anderen Mannschaft, sage ich mal, so gerade mal noch, das junge Küken muss das Tor wahrscheinlich noch tragen. Ist ja so. Und wir haben nachher erfahren, wenn wir jetzt so LTS angucken oder so, oder so vorne drinnen, nicht? Also da sind dann da erfahrene Hasen, die also lange auch schon spielen. Und na klar, wenn da einige Bremenligisten sich entsprechend mit
dann ist das so. Hemeling ja auch. Hemeling hat ja auch so 1, 2, 3, 4, die schon ein paar Jährchen Bremenliga oder höher auf dem Puckel haben. Auch viele mit Werder-Background aus der Jugend, ne, wo die auch sehen, okay, auch in der Bremenliga, also wenn es jetzt nicht so den Sprung reicht bei Werder nach oben, das ist ja immer das Ziel, wenn du bei Werder bist, aber du kannst auch in der Bremenliga halt guten, attraktiven Fußball spielen mit auch einem angenehmen Umfeld inzwischen. Also es gibt, glaube ich, keine Bremenliga-Mannschaft, die keinen Spieler dabei hat, der nicht bei mir mal also irgendeiner ist immer, den hast ich mal auf der Fläche Kontakte als Trainer, gut, das machen aber auch die Jahre, die ich da in der Bremenliga zugange bin. Ne? Ja, genau. Und dann gibt es ja auch Vereine wie SAV oder so, die in der Winterpause einen fast 40-Jährigen, glaube ich, vom Bremer SV holen, der dann auf einmal zwei Tore gegen Robert Neuland macht. Basti, aber da kommen wir gleich noch mal dazu. Aber war das für dich, dass du es gemerkt hast, wenn wir jetzt nochmal so die Jahre seit 2019 so zurückblicken, oh, da ändert sich was. Wir sind eher jetzt immer Abstiegskampf. Also machst du dir davor darüber Gedanken und sagst du, nee, jedes Jahr greifen wir neu an. Wahrscheinlich wirst du es so sagen, weil du ja natürlich motiviert oder sowas bist. Aber man hat doch auch dann was, ein Gefühl dann dafür, oder? Ja, klar. Aber du hast dann halt immer wieder, gehst du mit anderen Zielen ran. Nicht? Und du merkst dann im Laufe der ersten 2, 3, 4, 5 Spiele, läuft vielleicht nicht so optimal, das hat dann verschiedene Gründe, jetzt bei uns auch am Anfang der Saison, eben dann, weil viele Spieler fehlten, aber ja klar, das ist dann schon, macht schon auch was, nicht? Also, wer macht schon gerne Abstiegskampf, nee, das kannst du, also ewig willst du das auch nicht machen, nicht? Aber trotzdem, also, ja, wie sagt man so schön, man wächst mit den Aufgaben. Herr Carreiro hat überhaupt noch gar nicht gewunken. Er ist unser Kontrolleur dafür. Ich denke, da müssen wir jetzt auf jeden Fall mindestens ein. Herr Carreiro, da gab es noch etwas. So, Moment, ich muss mich ja zuschalten. Nein, das war bisher wirklich, es war alles sehr fundiert und sachlich, also noch keine Sprüche dabei. Also alles gut, sonst hätte ich mich schon gemeldet. Wunderbar. Dann aber eine Frage noch dazu, weil mich das so vom Technik, änderst du so Training, änderst du Taktik dann auch? Weil du warst halt jahrelang so ein oberes Drittelspieler, Erfolgstrainer, sage ich mal so als Stichwort. Und jetzt seit ein paar Jahren, hast du da was an deiner Philosophie oder an deiner Taktik auch geändert? Naja, ich habe mittlerweile ja einen neuen Co-Trainer, nicht? Mhm. Der hat viel auch im Taktischen versucht, den Spielern zu vermitteln. Das macht er auch gut. Ja, aber manchmal wird es denn nicht umgesetzt. Und wenn ich manchmal gucke, dass wir im Training, wie wir trainieren und da Trainingsspiele machen und so, und dann kriegst du es aber nicht am Samstag auf Fläche gezogen. Nicht? Das ist so ein bisschen, wo du auch sagst, nein, das gibt's doch nicht. Nicht? Ja. Du denkst dann manchmal, du hast manchmal andere Spieler mitgebracht am Samstag, nicht? Obwohl es die gleichen Spieler sind. Nicht? Aber, ja, und im Training sieht das dann auch alles flüssig aus, obwohl auch da Ehrgeiz ist. Nicht? Also es ist nicht so, dass so Larifari da hingegangen geht, sondern geht's auch zur Sache, manchmal ist es eben auch Unerfahrenheit, manchmal noch dynamisch, ne? Es ist diese Unerfahrenheit, wenn wir jetzt mal runterbrechen, Leitner darf es auf jeden Fall machen, habt ihr diese Saison auf jeden Fall schon ein paar Klatschen einfach bekommen. Ja. Also wenn ihr verliert, dann verliert ihr, aber dann mal richtig. Ja. 7-1 gegen Hemeling, 5-2 so Heide, 6-0 FC Oberneuland. Ja. Also ist das die Unerfahrenheit dann von den Spielen oder sind alle Spiele individuell zu sehen und aus irgendwelchen Fehlern oder kann man schon was Allgemeines herauslesen? Das sind immer, letzte Woche da oder bei LTS, die ersten drei Tore, da hast du gedacht, die haben fast am Ball vorbeigehauen. Denkst du, das sind Spieler und das sind teilweise Spieler, wie gesagt, die auch regelmäßig oben trainieren. Also die nicht schlecht sind, sonst würden sie oben nicht mittrainieren, wenn sie da entsprechend nicht die Qualität hätten. Anschließend mit den Spielern, dann können die aber auch keine Erklärung dafür bringen. Also sind so Aussetzer, wo du manchmal eben auch als Trainer manchmal ein bisschen ratlos bist. Ne? Wie ratlos warst du dann danach, als ihr 4-2 bei SAV gewonnen habt? Das war ein gutes Spiel. Das war auch nicht irgendwie glücklich, der Sieg. Das war ein schöner Sieg, der super herausgespielt war und auch verdient war am Ende. Und da gab es auch keine zwei Meinungen zu. Das ist so. Und dann hast du noch fast ein Tor des Monats geschossen. Genau, das war das Ding mit dem, was unsere Assistentin auch gesagt hatte, 30 Meter oder sowas war es. Ja, weiter, 50. Genau, dann die anderen Siege waren ja gegen LTS und gegen Arsen. Gegen Arsen ja auch ein sehr, sehr wichtiger Sieg. War trotzdem 75 Gegentore.
Das ist schon... Das ist nicht zufriedenstellend. Und da kann man auch nicht sagen, er war stets bemüht. Nein, das geht nicht. Das geht nicht und ist auch deutlich zu viel. Und ja, manchmal ist es auch so, dann hast du so 5 Minuten Aussetzer und dann haben wir 3 Tore passiert. Ja, auch jetzt am Wochenende ein riesen Ballverlust vom Spieler direkt auf den Gegner, der kann aufs Tor schießen, du liegst wieder nur leid hin. Also ohne Not, ohne großen Druck. Das sind so Fehler, die sind, ja, da kannst du auch, sag ich mal, das Beste trainieren, wenn du so eine Fehler machst, dann würde selbst Bayern mit solchen Fehlern würden die dann verlieren. Das ist so. Ja. Dann ist ja auch prägnant, dass von euren 24 Toren 12 Tore auf 2 Spieler verteilt sind. Ja. Also wenn die beiden, Lambas ist das, wenn ich jetzt hier gerade auf meinen Zettel richtig gucke, wenn die beiden nicht präsent sind, dann macht ihr die auch nicht, oder? Und davon ist der eine, Balde ist ja der 6, der hat, glaube ich, wenn man mal die Einsatzzeiten anguckt, dann hat er, glaube ich, insgesamt, glaube ich, 13 Spiele, glaube ich. Wenn man wenn überhaupt, also nicht viel mehr, und die anderen waren ja verletzt oder eben in Horvath. Probleme geben mit der Wohnung hier und so, das hat nicht alles so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, aber jetzt ist er wieder da, seit am Wochenende habe ich ihn zum ersten Mal eingewechselt. Halt nochmal ein Tor mehr schießen. Ist es dann, legst du es auf die beiden aus? Nein. Nein. Die anderen mitmachen, ne? Also das ist so, ne? Also das ist ein Kollektiv, ne? Du musst eben als Team das sein. Bevor wir auch gleich auf das letzte Spiel kommen und dann auch noch auf euer nächstes Spiel, was ja auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel ist, ist es ja so, wenn man die Tabellenkonstellation der, der Bremenliga sieht, Herr Greido, vielleicht mögen Sie das einmal ganz kurz einblenden, die zweite Hälfte der Bremenliga. Wunderbar, danke. Da sieht man ja, im Moment müsste man ja einfach sagen, TuS Comet Aasten mit 13 Punkten könnte ebenfalls noch absteigen, wenn keiner aufsteigt. Und der Stand jetzt würde der Bremer SV absteigen. Damit wäre, und wenn keiner aufsteigt, wäre TuS Comet Aasten auch Abstiegsplatz. Also ist eigentlich Neustart mit 8 Punkten euer Rettungsanker eigentlich. Es ist schon bei jetzt noch ausstehenden 10 Spielen. Richtig, aber hin. Aber möglich. Aber möglich. Ja. Von daher. Wir haben dich in der letzten Sendung, also 2019, haben wir gefragt, was machst du, wenn ihr absteigt? Du hast gesagt, du bleibst. Das ist immer noch so. Das ist auch immer so. Ich dachte, er hat gesagt, sie steigen sowieso nicht. Aber das, nein. Das wäre jetzt ein bisschen. Aber was treibt dich dann noch weiter an, weil du ja auch schon so lange drinnen bist halt, ne? Es ist die Liebe zum Fußball oder? Ja, die Liebe zum Fußball, die Liebe zur Mannschaft, jungen Leuten zu arbeiten, wunderbar, das sind alles Spieler, die auch noch weiter wollen. Ein Spieler von mir ist jetzt gerade nach Moldawien gegangen, hat dort einen Erstliga-Vertrag unterschrieben. Also es sind ja immer Spieler, die auch vorankommen, ne, aus meiner Mannschaft, und die dann woanders halt, dann nicht vielleicht bei Werder, aber eben woanders auch. Und da kommen und dann noch teilweise ja höherklassig spielen. Hand aufs Herz. Jemals irgendwann gedacht, so, ne, komm, jetzt reicht's auch mal? Nee. Ja, das ist doch total schön. Dann habe ich hier noch, bevor wir auch gleich zur Regionalliga und auf den Bremer SV nochmal kommen, so häufiger bei Werder 2 auch mal. Ja, die Zeit vorbei. Ist immer da, weil oft spielen wir parallel. Ja. Jetzt zum Moment, also oft ist es so, dass die gleichzeitig oder wir anders spielen. Also das ist, und dann reicht die Zeit auch. Habe ich auch noch, bin ich auch noch gut unterwegs und aber dann hast du auch noch ein bisschen Familie, von daher. Eine kurze Nachfrage noch, du hast ja vorhin von den, dass ab und zu Spieler nach oben und unten abgestellt werden, wo jetzt Werder, um ein bisschen vorzugreifen, so ein bisschen so die graue Maus in der Regionalliga, ist nur so im Mittelfeld, eigentlich nach unten passiert nichts mehr, nach oben geht, also Aufstieg auf gar keinen Fall mehr. Kann das dann sein, dass durch die Situation ihr wieder mehr von oben kriegt, oder ist der Kader so dünn, dass das wahrscheinlich gar nicht passiert? So, okay. Glaube ich nicht mehr. Dann will das nicht ausschließen. Ja, kann sein. Ja. Ich habe mit Konrad Fünsch ein gutes Verhältnis und wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Und daher kann das sein, aber. Aber eher unwahrscheinlich, okay. Ja, meine Damen und Herren, zu Hause vor dem Browserfenster, Mobilgeräten und TV-Geräten. Wir gucken jetzt mit Ihnen auf den 26. Spieltag der Regionalliga Nord, den Herr Caraldo einblenden wird.
Und da sehen Sie, dass Lübeck gegen Phoenix Lübeck 1-1 spielt, also der VfB. Kickersheim verliert 1-4 gegen Drochtersen. Havese gewinnt 2-0 gegen Holstein Kiel. Regen gegen Werder wurde abgesagt. Jedlo gegen Hildesheim 3-1. HSV spielt 1-1 gegen den Bremer SV. Eintracht Norderstedt 3-0 gegen Hannover. Atlas gegen Lohne wurde ebenfalls abgesagt. Unterturmia verliert überraschend gegen St. Pauli 2 mit 0-1. Wir machen jetzt mal sofort die Tabelle mal weiter. Die erste Hälfte der Regionalliga Nord sehen Sie jetzt eingeblendet. Interessiert uns aber nicht und deswegen gehen wir sofort auf die zweite Hälfte, meine Damen und Herren. Da sehen Sie, dass der Bremer SV im Moment auf Platz 15 mit 25 Punkten ist. Natürlich mit den 25 Spielen und alle danach haben doch deutlich, oder nicht alle, Kickersheim hat auch 25 Spiele, Pauli hat 24, aber Reden und Hildesheim sehen Sie, also Reden gerade mit 21 Spielen. Das hat gerade gar nichts zu sagen. Und dann ist der Stand ja auch so in der dritten Liga, dass es zurzeit zwei Absteiger geben wird. Also wäre der Bremer SV jetzt sowieso gerade gar nicht gerettet. Nee. Weil Oldenburg und Meppen zurzeit auf dem Abstiegsplatz sind. Nichtsdestotrotz wollen wir uns jetzt einmal über das 1-1 unterhalten vom Bremer SV beim Tabellenzweiten HSV. Ja. Herr Schlag, was war das für ein Spiel? Und ich frage gar nicht, haben Sie dran gedacht, wenn Sie mir sowieso sagen, ja natürlich, bla bla bla. Aber haben Sie dran gedacht? Mit dem Ergebnis, ja. Meinen Sie? Ich weiß, ich habe, glaube ich, letzte Woche sogar, ich glaube, ich habe sogar unentschieden getippt in der Sendung. Sie können es ja nochmal die Sendung von letzter Woche angucken, weil der Bremer SV ja dieses wirklich, und es fällt mir immer mehr auf, so ein Auswärts, wie sagt man, so ein Auswärtserfolgsgehen oder so, keine Ahnung. Hat und klar, Hamburg HSV 2 war Top-Favorit, hat einen guten Lauf, Tabellenzweiter und auch zu Unrecht spielen guten Ball und so. Aber auswärts sind die, ist der Bremer SV irgendwie konzentrierter und irgendwie kämpferischer auch drauf, habe ich den Eindruck. Man hat den Eindruck, dass zu Hause sie mehr verunsichern lassen, keine Ahnung, wann es liegt. Und sowas halt auch da so, ne? Die haben gut angefangen, haben gut gegengehalten, machen dann das Tor, ein wunderschönes Tor von Nosun aus dem 16er, alleine vorgelegt und reingemacht, toll. Und danach, klar, HSV war, hatte mehr Chancen, hatte mehr Ballbesitz, hatte dann auch noch Chancen, Lattentreffer in der zweiten Hälfte und so. Aber die haben das wirklich gekämpft. Dann gab es natürlich noch das Tor vom HSV, aber die haben das 1-1 sozusagen dann, aber auch diesmal habe ich den Eindruck, auch so ein bisschen mehr halten wollen, ne? Und nicht jetzt gesagt haben, wir wollen das unbedingt gewinnen oder so. Also, die wollten unbedingt gewinnen, klar, aber die Absicherung war zumindest den, genau. War es ein Vorteil für den Bremer SV, dass das 1-1 in der ersten Hälfte gegenfiel? Weil man weiß ja sogar, dass der Bremer SV in der zweiten Hälfte gerade am Anfang immer sehr anfällig ist. Ja. Kam es sogar das Gegentor mal zu einem guten Zeitpunkt? Es kommt natürlich, wird mir Andreas Ernst zustimmen, ein Gegentor kommt nie zu einem guten Zeitpunkt. Nee. Genau. Aber grundsätzlich, ja, man hatte nicht so viel Zeit, die Köpfe hängen zu lassen, was wir im Römers vorher schon oft gesehen haben. Aber den Eindruck hatte ich diesmal gar nicht so. Die haben halt das hingenommen, haben aber gleich sozusagen die Kämpfereinstellung ist geblieben. Insofern, man hat ja vorher von den roten Karten und der Schwächung der offen viele geredet und so viel, ne? Können das kompensieren oder nicht? Es war natürlich eine Schwächung, aber vielleicht war das so ein Anlass, dass alle sich dann nochmal diese 110% mehr konzentriert haben, weil man wusste, jetzt offensiv von außen kommt nicht mehr so viel, wir müssen das irgendwie durchziehen und wir müssen das halten. Andreas, ist das dann als Trainer, wenn du dann weißt, du bist in einer ähnlichen Situation, also jetzt nicht direkt im Spiel gegen Neustadt, jetzt davor, aber du spielst gegen eine Top-Mannschaft, fährst auswärts hin und eigentlich weißt du, da muss wirklich alles zusammenpassen, gerade auch dann dein Sturmfeld aus und sowas. Wie baust du dann die Mannschaft auf, um zu sagen, Leute, geht hier doch bei 0-0 los? Genau, und letztendlich, wie sagt das schon, bei 0-0 an und du hast immer verschiedene Abweichungen, alle Möglichkeiten, das Spiel zu wuppen. Und gerade in so einem Spiel ist ja immer so die Gefahr vom HSV auch, dass sie sagen, ja, der BSV-Aufsteiger und dann wird man auch ein bisschen unterschätzt vielleicht. Und die haben einen guten Lauf und ja, das musst du dann nutzen und musst du gegenhalten. Und wenn du da richtig gegenhältst,
dann kann der Gegner meistens auch nicht mehr so umzwitschen, weil er dann diesen Modus hat, ja, nicht? So ein bisschen, ja, geht auf halber Flamme und dann, oh, auf halber Flamme geht's nicht und dann will man noch umlegen, aber das geht dann nicht mehr und dann hat der typische DFB-Pokal, das sind ja auch die Spiele, nicht? Warum gewinnt er ein Fünftligist gegen Erstligisten? Da kommt eine 20 Millionen, 13 Millionen Truppe gegen eine 5000 Euro Truppe und dann gewinnt. Und daher ist das nachher schon dann immer wieder möglich. Und das hat der BSV sicherlich auch sehr gut getan. Und ich sag mal, ja auch, ja, kämpferisch sicherlich auch einer guten Spiel. Ne? Und als Team sicherlich auch unterwegs wird. Überrascht dich oder überraschend in dem Sinne nicht, für jeden war es ja eigentlich fast klar, dass der Bremer SV natürlich im Abstiegskampf ist. Aber dass sie doch immer noch mitspielen in der Regionalliga, weil ja auch häufig immer über die schlechte Bremenliga geredet wird und sowas halt. Ne? Überrascht dich das oder hättest du von vornherein gedacht, dass die da doch noch so lange mitspielen können? Also ein bisschen überrascht war ich schon, dass sie doch schon ja, 25 Punkte schon eingesammelt haben. Aber klar, die Bremenliga ist nicht die optimalste oder vom Spielniveau, das siehst du, keines Flächenland, na klar, ist nicht so groß. Aber nichtsdestotrotz hat der BSV sich ja auch noch punktuell so ein bisschen dazu geholt. Ja, haben einen erfahrenen Trainer an der Linie, erfahrenen Sportdirektor. Und ich glaube, dann, wie gesagt, als wenn du die Mannschaft erreichst und als Team auf den Platz führen kannst und da auch mit dem Team-Spirit was machst, dann kann das sicherlich funktionieren. Und das sieht man ja nicht. Das kann ich machen da nicht. Die Community hinterwärts, ne? Supporter genug, die da ein bisschen für Stimmung sorgen auch. Und das ist auch sehr schön. Genau, da wollte ich noch irgendwie Supporter, wo du es gerade sagst, vorher waren ja schon viele mit auch wieder, ich glaube so 70, 75 Leute bestimmt so. Aber auch da war vorher die Stimmung, komm, wir fahren da hin und feiern und so, dann da kriegen wir eh auf den Dötz. Und da war natürlich die Party noch umso größer, wenn es dann halt dann nicht auf den Dötz geht, sondern man noch sogar einen Punkt entführen kann. Ne? Das ist natürlich auch toll und auch schön, dass so viel mitgefahren sind. Herr Caraldo, bedingt. Ist es vielleicht sogar ein geheimer Trick gewesen von dem sportlichen Leiter von Bremer SV, also von Ralf Vogt, mal den Berti Vogts zu machen und von der, weil er die rote Karte hat, von der Tribüne einfach mal zuzugucken? Und wird er mit Thorsten Gütschow dann über Handy, na, dürfen die dann glaube ich auch nicht, ne? Eigentlich die dürfen dann gar keinen Kontakt haben halt. Ne? Aber hat er vielleicht so den Berti Vogts-Effekt da für sich rausziehen können, weil er mal von der Tribüne gucken konnte? Ja, ich weiß gar nicht, hat das bei Berti Vogts damals geklappt? Leverkusen war es, glaube ich. Ne? Aber ich habe es in unserer Vorbesprechung auch schon gesagt. Vielleicht hat ihm das noch ganz andere Einblicke gegeben oder Ausblicke, man weiß es nicht. Ich muss aber jetzt nochmal hier sagen, also der Videoassistent hat mehrere Sprüche nochmal überprüft. Oh. Alle drei dürfen sich gerne einen einschütten. Ich muss mal gerade, Und zwar, Herr Schlag, zum wiederholten Male 110%, gibt aber nur einen, also keinen 110%igen, würde ich sagen. Herr Bastora, das Spiel beginnt bei 0-0, den hat er auch eingefordert. Der Kontakt war da. Andreas Ernst, ich muss mal noch mal gucken, auf halber Flamme geht's nicht. Also ich finde, der ist schön. Prost. Prost. Ja, meine Damen und Herren, wir blicken voraus auf die nächste Woche, auf den 27. Spieltag der Regionalliga Nord. Und für den Bremer Sportverein gibt es einige Spiele, die natürlich interessant sind, wie Lohne gegen Teutonia, Pauli gegen Rheden. Man muss aber definitiv natürlich auch auf sich selber gucken. Okay. Da hat der BSV natürlich das richtige Duell zu Hause am Sonntag um 15 Uhr gegen Kickers Emden. Klar. Ja. Nehme ich Sie doch sofort mit hinein. Und Herr Caraldo, den müssen Sie sich jetzt nicht merken, den habe ich selber gemerkt. Ich trinke auch einen drauf. Aber was erwartet uns da in diesem doch für Kickers Emden ist die Frage, ob es noch für Kickers Emden um etwas geht. Also als Frage in den Raum gestellt. Ja. Und aber für den Bremer SV, also Ich glaube. Also das ist ja nicht nur ein 6-Punkte-Ding, ne? Sondern das müssen die ja. Also es gibt ja gar keine Chance. Was anderes als zu gewinnen, geht gar nicht mit dem Bremer SV.
Nee, also die Spiel Bremer SV gegen Kirchhessen hat ja schon seit der Aufstiegsrunde so eine kleine Geschichte im Prinzip. Ne? Man hat da verloren und hat auch jetzt in der Liga verloren. Für den Bremer SV ist es jetzt nicht nur wegen der, ich sag jetzt auch mal 6 Punkte, immens wichtig, das zu gewinnen. Auch um mal zu sehen, ja, wir können und wollen auch zu Hause gewinnen. Ich fände es ja, also ich fände es nicht gut als Bremer SV-Fan, nicht gut, aber lass Kickers-App mal nach 10 Minuten 1-0 führen und der Bremer SV gewinnt. Das wäre so mein Lieblingsverlauf, weil dann wissen die, wir können eine Niederlage aufholen, weil das fehlt mir gerade bei Heimspielen. Das war immer so, man liegt zurück, die Köpfe hängen und man kriegt schnell ein zweites Gegentor und dann ist dann irgendwie alles raus von der Luft. Insofern glaube ich, und da finde ich auch ganz gut, dass der Schulz, der neue Mann im Mittelfeld, sich da immer mehr so als Mittelpunkt auch mit seiner Erfahrenheit gesucht wird und auch immer mehr reinkommt und der sozusagen diese Historie nicht hat gegen Kickers-App, der sozusagen frei aufspielen kann. Das sind so zwei Aspekte, die ich, glaube ich, bei dem Spiel ganz wichtig finde und ich glaube, die gewinnen diesmal gegen Kickers-App, weil die wollen diese Saison noch einmal gegen Kickers-App gewinnen. Ich glaube, da sind die so heiß drauf. Der Bremer SV hat außerdem noch nie gegen Kickers-App gewonnen. Genau. Es gab bisher genau. 4 Spiele, ein ja. Unentschieden, 3 ja. Niederlagen. Ja. Also, und wie geht's aus? 3-1 für den Bremer SV. Andreas, also da muss man ja eigentlich die Mannschaft gar nicht mehr überhaupt motivieren als Trainer, oder? Da muss man ja nur einmal vorher die Tabelle vielleicht einmal aufhängen und so sagen, und jetzt geht raus und ab geht's, oder? Wohl wahr, ja. Das kann man sicherlich machen, aber man sollte sicherlich noch ein paar 3-4 Worte mit auf den Weg gehen. Das ist nur die Tabelle dann zu hängen und zu sagen, so, guck drauf und dann geht's ab. Nein, aber ich glaube, wenn man das anguckt, ist es tatsächlich ein ganz wichtiges Spiel. Da ist auch wieder das, ne? Die haben nur 10 Punkte, das wird schon laufen vielleicht. Das ist die Einstellung, wäre dann jetzt falsch. Ja. Wäre auch fehl am Platz für den BSV, weil es ja noch mit einem Abstiegskampf auch noch ist. Mhm. Und mit einem Sieg können sie dann da auch schon wieder, wenn die anderen Spieler entsprechend laufen, sich noch ein bisschen nach oben. Und wenn du bei so einem Spiel, wo du ja dann als Verein, als BSV, ich sag's jetzt mal einfach, unter Druck stehst, eigentlich das gewinnen zu müssen, ja. Redest du vorher mit den Spielern auch darüber, Leute, wenn wir hier 1-0 zurücklegen, dann ist das nicht schlimm. Wir gewinnen trotzdem. Also redet man da vorher drüber oder? Nein, das macht man. Man sagt dann, egal wie es läuft, ne? Ja. Das Spiel dauert eben, ne? Ja. 90 Minuten, ja, komm, ne? Ja, sehr gut. Ja. Und von daher. Ist das so, ne? Aber du versuchst dann schon so ein bisschen das auch auszublenden, nicht? Dass du dieses nun unbedingt gewinnen müssen, nicht? Das, dann verkrampfst du, nicht? Du musst versuchen, da irgendwie so eine gewisse Lockerheit mit rüberzukommen. Das ist nicht immer einfach im Abstiegskampf, aber dann, wenn du befreit und locker aufspielen kannst, so ein bisschen, wenn du das so ein bisschen hinbekommst, nicht? Dann bist du ein guter Trainer. Hm. Wie geht's aus? Was tippst du? Das Spiel? Ja. Ja, Caraldo, Ihr Tipp vom Bremer SV gegen Kickers-App. Wow, ich bin gerade total beeindruckt. Erstens, dass Sie drei selbstständig mittlerweile die Bullshits raussuchen. Das ist ja ganz toll. Ich muss gar nichts mehr machen. Und das Zweite, was mich beeindruckt, also 4-1 finde ich auch schon, also ja, ist immer eine Ansage als Tipp. Aber ich glaube auch, dass es auf jeden Fall mehrere Komponenten hat. Gerade der Abstiegskampf, jeder Punkt zählt, dafür trinke ich auch gleich ein. Und eben auch diese Revanche. Das Hinspiel war ja auch so wirklich, also wirklich, wo jeder dachte, jetzt läuft's beim BSV und dann verliert man sang- und klanglos 3-0. Übrigens, glaube ich, auch gegen Werders zweite Vertretung, war ja ähnlich. Mhm. Und ich glaube auch, es wird aber knapper. Ich glaube, das wird ein 3-2 für den Bremer SV. Wird ein tolles Spiel. Ja, meine Damen und Herren, dann haben wir noch unsere Expertin und die will ich auf jeden Fall auch einmal da von ihr einen Tipp einfordern. Alexa, öffne Late Night. Alexa, öffne Late Night. Warte, ey. Was ist dein Tipp? Ein Spiel auf Augenhöhe, deswegen 2-1. Ja, wunderbar. So, dann haben wir das erledigt und können jetzt endlich mit Ihnen auf die Bremenliga gucken. Und da wollen wir uns zusammen mit Ihnen einmal den 20. Spieltag angucken. Herr Caraldo, blenden Sie bitte einmal ein. Wunderbar, Oberneuland verliert im Spitzenduell gegen SVV 0-3. OSC Bremerhaven verliert doch überraschend 2-4 gegen LTS. Geestemünde verliert 0-3 gegen
Neustadt. Blumenthal gewinnt 3-1 gegen Woltmershausen. Schwachhausen gegen Hemelingen 1-3. Werder gegen Union 1-4. Aßen gewinnt im, wie habe ich es letztes Mal genannt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich weiß Absteiger-Duell, aber Krimi-Abstiegs-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 
dass sie einfach diese Fehler abstellen müssen. Dass sie einfach das ist einfach. Ja, du kannst in der ersten Halbzeit kannst du nicht so auftreten, du trittst zweite Halbzeit besser auf, aber du musst eben im Abstiegskampf eben annehmen. Wie sagen wir so schön, Gras fressen. Das ist so. Mhm. Das ist einfach so. Ja, komm, Gras fressen finde ich schön. Auf jeden Fall. Ja, du brauchst von Anfang an diese, glaube ich, diese hundertprozentige Konzentration auch, ne? Also wirklich, dass du auch und dann. Und manchmal ist ja so, wenn man die ersten 20 Minuten übersteht und so, und ich meine, Frank da bei Union, das ist auch alles, was der jetzt über Jahre da gemacht hat, da eigentlich weiß man ja auch, der ist ein kluger Fußball am Start, ne? Und die so viel da nutzen die halt sofort aus. Ja, ja. Das haben die irgendwie gelernt da. Genau. Oberneuland verliert gegen SG Aumund, wie gesagt, mit 3:0. Doppeltorschütze Kovacevic, auch ein Seitenfallzieher. Genau, zum 3-0, ja. Sogar was war das für ein Spiel und bedeutet das was für die Saison? Das bedeutet für die Saison, dass es weiterhin sehr, sehr spannend bleibt, finde ich. Jetzt hat, wir dachten ja schon so, Oberneuland, ja, die haben die größte Konstanz, die schleusen sich da so bis zum Ende durch. Und da wird nicht mehr vielleicht so viel passieren. Jetzt glaube ich ja, Aumund Fegel sagt halt mit Basti sich super verstärkt halt auch, ne? Und aber das Zusammenspiel zwischen Basti und Bastas, der Doppelpass, könnte ich fast sagen, hören wir gerade auf, sehr schön. Funktioniert sehr gut. Das ist sehr schön, dass es von Anfang an jetzt so auch so gut klappt mit den beiden. Spiel auf eine Höhe in der ersten Halbzeit auch 0-0 geblieben. Die haben sich wirklich die Bälle abgenommen und so. Und dann, ja, dann war tatsächlich SAV halt konsequenter und eine Chanceverwertung halt besser. Mhm. Würdest du, Andreas, sag doch mal einfach, was denkst du, wer wird Meister bringen? Ich glaube auch tatsächlich, bis zum letzten Spiel, da wird das eng bleiben und weil die da jetzt oben stehen. Ja, also ja, wie gesagt, hat noch ein Spiel nachzuholen. Ich weiß gar nicht, wie aber ich glaube, gegen den MTS auch. 43. Ja. Also ich glaube, ja, Himmeling. Also ich glaube nicht, dass Oberneuland wird nicht alle Spiele gewinnen. Hm. Ich glaube, da wird auch ein bisschen. Ich finde, sie haben zwar ordentlich Fußball bisher gespielt, aber auch nicht so auf dem Niveau, wie man sie sonst so kannte. Sie haben sicherlich in diesem Jahr auch Schwankungen drin. Naja, nicht vielleicht. Bartan gegen Brinkum, 0-4 ist es ausgegangen, Andreas. Es ist schon auch von den Tabellenstand her, man weiß auch bei Bartan viele verletzt und so, in der Winterpause ist auch einiges passiert, aber ja. Schon überraschend, weil ja Brinkum auch gerade unter Kevin Köhler nicht so gut gestartet ist, das kann man ja einfach sagen. Ja, ja, ist richtig. Und ich war auch überrascht, aber wenn man gesehen hat, waren dann die ersten Spiele, die sie jetzt nach der Winterpause gemacht haben, da war nicht viel dabei und weiß ja nicht, wie die Situation personell auch ist da und wie Verletzte oder aber bei Wartan ist ja auch immer so eine Sache. Ja, aber dann 4-0 ist schon heftig. Also das hätte ich auch so nicht erwartet, nein. Und wieder, weil du ja schon sagtest, Brinkum lächelte so ein bisschen, nicht? Und er doch einen großen Aderlass gehabt im Winter, nicht? Und von daher. Ja. Viele Jugendspieler jetzt ja auch eingebunden, zwangsmäßig, ja, ja. Genau. Und jetzt hatten sie ja auch da sogar das Problem gegen Wartan, Herr Schlag, dass dann die nicht groß auf die eigene Jugend zugreifen konnten, weil die selber gespielt haben. Genau, genau. Und dann ist dieses 4-0, wir hatten es in der letzten Sendung ja auch gerade als Thema gehabt, wenn sie das auch noch verlieren, dann müssen sie wirklich richtig unten aufpassen, damit sie dann nicht auf Platz 14 da vielleicht doch genau, mal irgendwann eintrudeln, genau, weil genau. Wenn du den Lauf hast, hast du halt den Lauf gerade nicht. Genau. War aber auch tatsächlich das Ergebnis natürlich auch höher, als das Spiel irgendwie aussah. Also beide Mannschaften waren eigentlich gut. Daniel Gerke im Tor von Brinkum hatte einen Sahnetag, hat da wirklich irgendwie alles rausgefischt. So. Also irgendwie sind die Wartan-Chancen oder die Wartan-Stürmer verzweifelt. Aber ich habe das Gefühl, bei Brinkum, Kevin hat es geschafft, innerhalb relativ kurzer Zeit, dass das wirklich jetzt schon gut zusammenpasst. So, dass er jetzt schon so. Sie haben jetzt ein Spiel gewonnen, ne? Ja, aber mein letztes Spiel war schon okay. Man hat gesehen, dass die Abläufe gut gehen. Jetzt hat der Neuzugang Apina zwei Tore gemacht auch. Das funktioniert schon besser. Und wie gesagt, den Rest hat dann halt Daniel Gerke von der Linie gefischt. Und dann, wie gesagt, sieht es hoch aus. So schlecht war er nicht, dass das, also 0-4
So schlecht waren die eigentlich nicht, aber naja, das steht halt da und dann ist es halt auch so. Klar, für Warter, die müssen jetzt echt mal überlegen, wohin orientieren wir uns und so, ne? Und so ein Spiel vielleicht auch mal besser annehmen und dann mal noch mehr draus machen. SC Geestemünde verliert 0-3 gegen BTS Neustadt. Das war für euch scheiße. Ja, auch nicht zu erwarten, sag ich mal so. War auch überraschend, das Ergebnis. SC finde ich jetzt auch nicht so schlecht, ne? Also von daher war gut. Wie gesagt, man guckt bis zum Ende. Wir sind jetzt am Wochenende Gast bei Neustadt und da gucken wir mal. Ne? Ja. Genau, da kommt man gleich groß Ersatzgeschlecht, oder? Genau, Klowart hat gefehlt, Schöne Mom hat gefehlt, also wirklich wichtige Leute, gerade in der Offensive. Da gab es einen Doppelschlag, also zur Halbzeit 1-0 geführt Neustadt, dann gab es halt einen Doppelschlag und dann waren die auch 5 Minuten hier auf dem Platz, hat immer eine Einholung, ne? Das kennst du ja. Und dann war es halt vorbei. Trotz der 11 Uhr ist nicht immer der Bringer. Für Schwachhausen, Herr Caraldo, damit ich Sie auch mal wieder mit reinnehmen kann, gegen SV Hemeling 1-3. Ja, Arbeitssieg, würde ich sagen. Nach den, 3-1 ist jetzt auch gut, aber nach den torreichen Spielen zuletzt ist ja ganz klar die Tormaschine der Liga, Hemeling. War es jetzt ein bisschen schwieriger, was aber gegen Schwachhausen auf jeden Fall ja auch immer so ist. Also Schwachhausen sehr gut in dieser Saison und hinten auch mal die Schotten dicht machen und umso besser, auch nach dem Zwischenstand war ja 1-1 sogar, nach dem 1-1 nochmal zurückzukommen und eben das 3-1, 2-1 und 3-1 klar zu machen. Und ganz wichtig natürlich, weil Oberneuland verloren hat. Sind jetzt auf jeden Fall auf 2 Punkte wieder dran, haben das bessere Torverhältnis, läuft. OSC im Bremerhaven-Duell überraschend. Herr Schlag, bevor Sie dazu natürlich was sagen als Bremerhaven-Experte. Andreas, läuft auch nicht für euch, ne? Also eigentlich wieder ist sie gegen BTS. Also LTS ist auch deutlich stärker als die Tabellen. Ehrlich sagen. Wir haben da ja auch gespielt und wir haben schon Qualität auf der Fläche quasi und von daher muss man sagen, die werden ja auch noch. War für mich ein Genau, dann einmal ganz kurz, bevor Herr Schlag auf das Spiel eingeht, Fishtown wissen wir, SCH wird es geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Ja, SCH wird es geschrieben. Genau, wir haben es SH geschrieben, also die englische Schreibweise, ja. Aber Sie haben den Text, glaube ich, nicht kontrolliert gehabt, halt, ne, weil Sie schnell den Zug bekommen mussten. Ja, ich muss halt schnell, genau, es war dann wieder 2-3 Minuten, wie ich hier dann joggen musste zum Bahnhof. Und dann. Das heißt, die Bremer haben den Text geschrieben, der Bremerhavener war nicht dabei, dafür entschuldigen wir uns auf jeden Fall. Aber jetzt zum Spiel. Ja, das war reine Werbung für die Bremenliga und für den Bremerhavener Fußball. Das war wirklich, beide sind offensiv angegangen, sind das Spiel wirklich von der ersten Minute hoch verteidigt, hohes Pressing und so. LTS war organisierter, war irgendwie hat weniger Fehler gemacht und so. OSC war hinten, gerade hinten in der Defensive ein bisschen planlos, hat ein Gegentor gekriegt und so. Und dann macht Jan Niklas in der zweiten Hälfte einen Hattrick. Dann aber allerdings 3-0 geführt. Dann hat der OSC dann nochmal eine richtig gute 20 Minuten gehabt. Die reichen natürlich nicht, um das Spiel zu gewinnen, aber sind auf 2-3 reingekommen. Dann hat aber Jan Niklas nochmal das dritte Mal zugeschlagen. Und dann stand es 4-2. Und dann ging es halt irgendwie, mir blieb es halt so. Ja, die LTS hat halt geführt und die können halt so gut dicht machen, können so gut auf Konter spielen. Da musst du schon mit einer hohen Qualität kommen, die OSC eigentlich hat und die auch bewiesen haben, dass sie nochmal reingekommen sind. Ne? Wirklich stark gemacht, aber die haben es halt am Anfang verloren. Ist OSC damit aus dem Titelrennen raus oder sind sie noch drin? Die sind raus. Meiner Meinung nach 10 Punkte. Auch mit einem Spiel weniger, ne? weil es lustigerweise war jetzt ja das Rückspiel genau. vor dem Hinspiel, weil das wird der Running Gag der Saison bleiben, OSC, LTS. Wird das überhaupt stattfinden? Ja, das wird stattfinden, glaube ich auch. Ja, das musst du ja machen. Und selbst aber Sie sagen, der OSC wird nicht mehr im Titelkampf. Wird nicht Meister werden, glaube ich nicht mehr. Jetzt also, glaube ich echt, dass 10 Punkte, glaube ich, da oben auf dem Niveau ist halt echt zu schwierig aufzuholen. Unten ist tatsächlich einfacher, glaube ich, 10 Punkte aufzuholen, aber da oben. Dafür ist Hemeling Oberneuland zu stark. Er hat schon recht. Also ich glaube auch, dass Hemeling Oberneuland und die drei OSC, das werden sie nicht.
Hätten sie jetzt gewonnen? Okay, dann kann man das Rückspiel genau. Noch nochmal. Also, genau, und klar, so ein Derby hätte extrem viel Schwung gegeben. Nochmal ein bisschen Schwung gegeben. Genau, weil das auch psychologisch total wichtig ist. Aber ich glaube auch nicht, dass die da noch eingreifen können. Genau, auch schön viele Zuschauer da, glaube ich, 200, 300, irgendwas dazwischen auf dem Kunstrasenplatz. Toll. Blumenthal gegen Wolfmershausen, 3:1 Blumenthal, nee, ich nenne es jetzt mal Rückrunde, aber das ist ja à la Bonheur, kann man ja, ja sagen. Ja, ne? Kam Chapeau, das ist alles gut gewesen, was sie bisher auf dem Platz gemacht haben nach der Winterpause. Vielleicht da ein bisschen weiter oben. Die werden nicht mehr groß. Ja. Ja. Lammers wieder auf seinen Tag übrigens, Hattrick, muss man mal wählen. Wunderbar, dann gucke ich jetzt gerade mal eben auf den Zettel, weil ich hier so lustig immer alles hin und her geschwenkt habe. Haben wir noch das ganz große Abstiegsduell oder haben wir schon drüber geredet? Das haben wir noch nicht drüber geredet. Da haben wir noch nicht drüber geredet, wunderbar. TuS Comet Aas gegen TuS Bursaspor Heide 1:0. Herr Stark, es war ein Kampfspiel. Was genau, man da erwarten konnte. Es war wirklich Abstiegskampf pur und so. Ihr habt nicht viele Chancen. Komet hat relativ früh, ich glaube, in der 5. oder 6. 7. Minute das 1:0 gemacht. Hinten irgendjemand hat gehört, ich habe ihn und dachte, ja, du hast ihn. Und dann war da wohl scheinbar Kommunikationsprobleme. Und dann stand der Stürmer vom Arsenal alleine am Ball vom Tor und schiebt ihn rein. Und danach wirklich verkrampft, beide Seiten, viel gekämpft. Ja, kein schönes Spiel. Das Blöde neben den jetzt direkten Duell Aston so Heide für so Heide sind auch noch zwei Verletzte dazugekommen. Ja, es ist wirklich wird langsam hart für Tuspo. Mhm. Ja, ich hoffe ja, weil die so ein schönes Projekt haben, dass es für die Bremenliga reicht. Wird schwierig langsam. Es sind ja auf jeden Fall die beiden Vereine, die ihr komplett auf dem Zettel habt, aber vorher müsst ihr natürlich auch, und da kommen wir jetzt natürlich auf den nächsten Spieltag, BTS Neustadt auch auf dem Zettel haben. Mein Name ist Tim Beblenden. Für ihn, für Sie zu Hause einmal den nächsten Spieltag der Bremenliga eingehen. Das ist der 21. Da sehen Sie, Wolfmershausen spielt gegen Oberneuland am Samstag um 12 Uhr. Neustadt spielt gegen Werder, wie gerade eben auch schon erwähnt, um 13 Uhr. SAV gegen Geestemünde um 14 Uhr am Samstag, Union 60 gegen OSC Bremerhaven um 15 Uhr, Tuspo so Heide um 16 Uhr am Samstag gegen Schwachhausen, LTS gegen Wartansport um 11 Uhr am Sonntag. Lachen Sie da? Ja, LTS um 11, das bin ich nicht gewohnt. Achso, ja, okay. Das stimmt. Das ist sehr ungewöhnlich. Genau. Ja. Hebeling gegen Blumenthal um 13 Uhr am Sonntag und um 14 Uhr Brinkum gegen Aston. Da sind jetzt einige Spiele dabei, die weitere Vorentscheidungen in der Liga ja auch bringen können. Für euch ist es ja auch das, wie es für den Bremer SV jetzt gegen Kickersend ist, für euch ist das ja eigentlich auch ein 6-Punkte-Spiel, mindestens. Ja, auf jeden Fall. Also du musst alle die, sag ich mal, ab 10 musst du alle Spiele jetzt gewinnen und da oben musst du dir, die da höher stehen, wir müssen ja auch noch gegen Urneuland, wir müssen noch gegen Hemeling haben wir schon, SAV müssen wir noch, also da musst du auch irgendwo mal mindestens einen Punkt landen. Ne? Also, und alles, was unter 9 kommt, sind ein Rechenschieb dafür. Der ist sehr gut. Aber wenn du jetzt, kannst du einmal verraten, wie ist es, wenn du jetzt sagst, wo du auch vorhin gesagt hast, wir haben so viele individuelle Fehler. Ja. Das bedeutet ja, du wirst jetzt ja nicht auf deine Mannschaft, gerade weil du auch eine junge Mannschaft hast, wahrscheinlich ja nicht mit Peitsche, sondern eher mit Zuckerbrot antworten, jetzt, um damit da was geholt werden kann, genau. Oder? Ja. Was versuchen sie eben so zu motivieren, auf den Platz zu führen als Team und dann musst du versuchen, eben deine Möglichkeiten zu machen und eben hinten die individuellen Fehler abstellen. So ist es. Die Qualität der Mannschaft ist sicherlich besser als jetzt. Dabei lügt die Tabelle ja nicht her. Das ist korrekt. Der Schlag. Und da ist natürlich auch BTS Neustadt mit dieser doch auch vom Alter her ausgeglichene Mannschaft vielleicht eventuell mehr Erfahrung. Was denken Sie, wie geht das Spiel aus? Ich glaube, da ist ein Unentschieden. Das geht 2:2 aus.
Herr Caraldo, was ist Ihr Tipp? Wie geht das Spiel aus? Ja, ich glaube, dass Werder auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen wird. Ich glaube, das wird knapp, aber es wird ein Kampfspiel auf jeden Fall. BTS Neustadt, klar, irgendwie ganz gut jetzt doch wieder in die Rückrunde gekommen, aber ich glaube, es wird ein 2-1 für Werder. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster hier, auch weil ich wegen des Spruchs jetzt eindringen möchte gleich. Genau, ist aber kalt draußen. Ja, erst auf. Ja, deswegen. Aber einmal gut durchlüften ist wichtig. Genau. Dann hat unsere Assistentin auch für dieses Spiel natürlich einen Tipp. Alexa, öffne Late Night. Alexa, öffne Late Night. Guten Tacho. Was ist dein Tipp? 6-11. Ein typisches Bremenliga-Ergebnis, würde ich sagen. Oh, das ist schön. Also gehen Sie auf jeden Fall hin zu Neustadt gegen Werder 3. Es ist eine KI, die das hier vorher vorsagt. Also da wird was von stimmen. Ja, das muss ja. Aber 6-11 wäre für unseren Gast ja. Das Torverhältnis auch so ein bisschen mal gerade. Wollen wir zu Hause schöne gegen Grüße an Herrn Fall. Wolmershausen gegen FC Obermarland am Samstag um 12 Uhr. Für Wolmershausen gilt es natürlich, jetzt versuche ich hier gerade, so auch für uns einmal noch hier intern die Tabelle reinzublenden, da oben, nicht da oben, aber weiter an der Halle dran zu bleiben. Oberneuland wahrscheinlich jetzt aber auch bissig genug nach der Niederlage und werden den nächsten Sieg wahrscheinlich landen, oder? Was denkst du, wie geht's aus? Ja, ich glaube auch, dass Oberneuland sich das nicht nehmen lassen wird und ich glaube 3-1. SAV spielt gegen ESC Geste Münde auch am Samstag. SAV nach diesem doch überraschenden Sieg, ESC Geste Münde, überraschende Niederlage. Okay, Sie haben die Konstellation ja vorhin gesagt. Was denken Sie, wie... Ja, man weiß nicht genau, wer vom ESC dann wieder dabei ist und so, aber grundsätzlich SAV, ja, die Erfolgswelle wird sie tragen und ich glaube, die SAV gewinnt 3-1. Okay. Tuspo Soheide gegen TuS Schwachhausen, Herr Caraldo, da nehme ich Sie doch gerne mal mit hinein. Für Tuspo Soheide gegen Schwachhausen ein... wäre es los für Soheide, aber da müssen langsam die Punkte auch kommen. Ich glaube auch, dass da ein Punkt kommt. Also ich glaube, sind auf jeden Fall heiß wie Frittenfett, jetzt Punkte zu holen. 2-2. 2 Tore und ein Punkt. LTS Bremerhaven spielt gegen Watan am Sonntag besagt um 11 Uhr. Vielleicht kann der LTS, nachdem sie letztes Mal mit dem Fischtown uns darauf hingewiesen haben, einfach mal schreiben, warum 11 Uhr. Würde uns auch mal interessieren oder müssen sie ausweichen nach Geestemünde und da kann man ja nur um 11 Uhr Fußball spielen. Ja, nee, man weiß es nicht. Also die Plätze belegt mit anderen. Ja, genau. Wir sind interessant, da die Begründung zu erfahren. LTS gegen weiter. Das, was ja. 4-1 für LTS, tippst du? Ich wollte es eigentlich als Überraschung sagen, weil die Tabelle, die ja so selten lügt, der ist ja weiter höher, aber ich habe den Eindruck, seitdem die haben ja so ein Mannschaftstrainingslager in der Türkei gemacht im Winter. Und ich glaube, das war für die LTS genau die richtige Maßnahme. Und die zeigen jetzt ihre Klasse. Deswegen glaube ich auch, dass sie gewinnen. Auch so 3-0 oder so. Aber ich wollte eigentlich damit überraschen, aber Andreas hat es auch gesehen, insofern. Sind sich die Experten einig, sag ich mal. Ja, wunderbar. Brinkum gegen Aßen, Herr Stark. Da können Sie gleich weitermachen. In dem Sinne für den Brinkum HSV das nächste Spiel, wo es um richtig viel geht, diese Gefahr unten reinzukommen, wäre gebannt, wenn Sie gegen Aßen gewinnen würden. Genau, wenn Sie gewinnen, sind Sie, glaube ich, aus dem Allergröbsten raus und können sich so ein bisschen, ja, genau. Also dann werden sie eigentlich raus, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das wird auch passieren. Das läuft jetzt echt mehr und mehr rund. Und Aßen, da jetzt 1-0 gewonnen, aber jetzt auch nicht souverän 1-0 gewonnen, sondern eher so hakelig gewonnen. Ich glaube, Brinkum gewinnt zu Hause 3-1. Union 60 gegen OSC Bremerhaven. Andreas, Union 60 könnte ranrutschen an den OSC. OSC muss gewinnen, um vielleicht doch oben noch dran zu bleiben. Was denkst du, wie geht das Spiel? Und dann haben wir noch Hemeling gegen Blumenthal. Da nehme ich natürlich unseren Hemeling-Experte. Und die große Frage ist,
wird Blumenthal ihren Aufwärtstrend, den sie ja gerade komplett an den Tag legen, auch in den Himmel legen, an den Tag legen können. Ja, da sage ich gleich was dazu. Ich würde ungewöhnlicherweise noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, was wir vergessen haben. Aus meiner Sicht, TS Wolfmarsson gegen Oberneuland, da ist auch noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel ging 0-10 aus Sicht von Wolfmarshausen aus. Also da ist bestimmt auch noch irgendwie so ein Motivationsschub zu erwarten, dass da noch irgendwas kommt, wollte ich nur noch mal einschieben. Zu Ihrer Frage, ja, das wird ein ganz schweres Spiel, glaube ich schon, weil Blumenthal wieder erstarkt, dass auch da das Projekt Jugend forscht, aber eben da auch mit erfahrenen Leuten wie eben unter anderem Kilian Lammers, der jetzt gerade einen Hattrick geschafft hat im Spiel vorher. Aber ich glaube, dass Hemling das einzuordnen weiß. Aber wie oft vorne hui, hinten pfui, ich glaube, das wird ein 5-3. Oh, auch schön. Also lohnt sich auf jeden Fall, auch nach Hemeling zu gehen, gegen den Blumenthaler SV. Und zwar, jetzt muss ich ja einmal eben kurz auf meinen wichtigen Zettel hier gucken, am Sonntag um 13 Uhr. Ja, meine Damen und Herren, zu Hause von den Brausefans, Mobilgeräten und TV-Geräten, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Andreas, danke, dass du da warst. Ja, das sehr gerne. Wie immer, kann man ja sagen, beim zweiten Mal kann man immer sagen, ne? Ja. Sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön, wir wünschen dir alles Gute im Abstiegskampf. Danke. Schwierig dann, ne? Als unparteiische, was sagt man denn? Also, wie kann man denn, also, ja, das ist ja dann so eine, wie sagt man das, so, man redet höflich miteinander und man wünscht ja keinen Gast, dass er absteigt. Nee. Aber irgendwer wird ja absteigen. Ja. Und zwar wer? Ja, nein, ja. Das wäre das nächste Mal. Genau, mein Problem ist ja immer, dass ich immer möchte, dass Leute aufsteigen, weil ich die auch gut finde und auf gar keinen Fall jemand absteigt. Das mein Problem kennen Sie da ja. Ich meine, das haben wir schon öfter. Ja, ja. Nein, trotzdem, Andreas, auf jeden Fall alles Gute im Abschiedskampf. Danke. Danke, dass du da warst. Ich werde jetzt hier einmal zum Abschluss für alle noch einmal, ich glaube, wir haben genug Sprüche gebracht, Herr Caraldo, oder? Ja, ich werde mich auch noch mal Herr Caraldo müsste eigentlich, glaube ich, noch 3-4 trinken. Ja, oder heimlich das habe ich hier schon im Off auf jeden Fall gemacht. Wollte auch noch mal gerade sagen, ich glaube, zum Thema wer steigt ab, da haben Sie mit Herrn Schlag den Falschen gefragt. Ich zitiere nur noch mal. Ich möchte, dass niemand absteigt. Da fährt er immer einen Kuschelkurs. Hat er auch recht. Ja. Prost, Herr Schlag. Ja, genau. Wunderbar. Prost. Andrea, schön, dass du da warst. Sehr gerne. Zu Hause bis nächste Woche. Auf die Bremenliga, auf den Regionalliga-Fußball, auf den Amateurfußball. Bis dann. Tschüss.